und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Träumt ihr auch davon, langsamer zu leben? Weniger Stress, weniger Hektik, mehr zu sich selber kommen? Nicht jeder kann dem Trend folgen und aufs Land ziehen und als Selbstversorger leben. Aber jeder kann sich in seinem Alltag eine kleine Oase schaffen, wo die Zeit scheinbar langsamer vergeht. Oase ist für mich nach so vielen Jahren immer noch meine Werkstatt mit meinem Webstuhl drin. Zugegeben, dafür hat auch nicht jeder die Möglichkeit. Aber man kann ja auch klein anfangen, mit einem Webrahmen zum Beispiel. Und einem kleinen Platz in der Wohnung, der für Kreativität reserviert ist und an dem ich ganz für mich sein kann. Braucht Ruhe und Zeit. Bis mein Webstuhl neu eingerichtet ist, vom Kettescheren über das Bäumen und Einziehen bis zum Anweben, dauert es bis zu 2 Tagen. Auch ein neues Bild braucht viel Vorarbeit. Ideen sammeln, Entwürfe zeichnen, in die Vorlage übertragen, Farben ausmustern. Und das Weben eines Bildes geht nur langsam voran. In einer Stunde schaffe ich durchschnittlich 1 Zentimeter. Dieser Gedanke kann einen jetzt total hibbelig machen. Oder er macht einen ruhig. Wenn nur das schnelle Ergebnis zählt, wird man hibbelig. Aber wenn der Weg das Ziel ist, dann wird man eher ruhig. Wenn man es denn schafft, sich darauf einzulassen. Seid ihr schon wieder kurz davor, weiter zu zappen zum nächsten Video, weil hier jetzt nichts passiert? Um langsamer zu leben, muss man auch mal Situationen aushalten, in denen alles nur zäh vorwärts geht, wo es mal nicht so klappt. Man muss sich auch mal durchbeißen können. Aber dann wird man auch belohnt mit Phasen, wo alles ganz leicht geht, wo man sich in der Arbeit verliert, wo man im Flow ist und alles wie von alleine klappt. Dann ist die Zeit auf einmal völlig egal. Habt ihr auch so eine Oase? Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren was davon beschreibt. Aber jetzt seht ihr erstmal noch ein bisschen mehr von meiner Oase. Thank you.
Na, habt ihr es tatsächlich bis hierher geschafft, ohne vorzuspulen? Herzlichen Glückwunsch! Und wenn ihr jetzt tatsächlich noch keine eigene Oase habt, auf was wartet ihr noch?